Ja, die teleportiert sich lustig in der Gegend rum, während wir uns da durchquetschen müssen. Wie gesagt, normalerweise bei anderen Spielen hätte ich gesagt, das wäre jetzt so ein Moment, wo geladen wird, aber das Spiel lädt seine Umgebung so mega schnell, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Pass auf, noch mehr Soldaten. Ich muss noch mal kurz in den Einstellungen rein gucken. Sprint-Taste, LB, L, also linken Stick reindrücken oder B. Ich hasse das, auf linken Stick reindrücken, dass da Sprinten ist. Der General sagt, dass mehr Opfer nötig sind. Dann verläuft ja alles nach Plan. Möge der Tod die Sünder reinwaschen. Möge der Tod die Sünder reinwaschen. Ich weiß, dass das mittlerweile Standard ist, auf linken Stick sprinten, aber ich hasse das trotzdem. Mehr Erdbeben. Wir brauchen mehr Opfer für den Baum. Dann welchen Baum? Wir Opfer. Hier entlang. Wie laufen die denn? Haben zu viel Naruto geguckt. Das ist unsere Chance. Wir müssen zuschlagen, wenn sie abgelenkt sind. Okay, warte, hier den hier. Zack. Und dann hier. Kannst du mir mal helfen? Ich dachte, du fragst nie. Ja, hör mal auf, mich anzugreifen. Danke fürs Heilen. Wer lebt denn hier noch? Düster, ne? Oder kommt mir nur so vor, weil ich kann manchmal das Hinter zwischen den Soldaten nicht erkennen. Okay. Der Ausgang ist nicht mehr weit. Komm schon. Warte, hier ist ein Heiltrank. Und raus hier. Wir warten doch bestimmt, Leute. Das Hinter nicht hilft. Das sieht doch nach einer Arena aus. Wer ist da? Shit, aufgeflogen. Dann kämpfen wir! Ja, sterb doch einfach. Es gibt nicht so viel Dialog, also ich spreche nicht so viel. Dialog ist das auf Deutsch. Okay, Trefferpunkt der Herstellung, ja, danke. Das habe ich gebraucht. Ja, hätte ich vielleicht nicht machen sollen, sondern warten auf Tante Sinta. Muttern. Bis sie uns wieder heilt. Okay, bitte heil mich. Okay, ich muss mich selber heilen. Zack. Der hält ganz schön was aus, ne? Ich hab das Spiel einfacher in Erinnerung. Ich hab das aber auch auf den Schwierigkeitsgrad damals gespielt, ne? Hier, da, komm mal her. Man muss das Spiel komplett anders spielen. Hit. Dann bin ich denn gestorben? Ja, gerade, aber ich hab's aber nicht mitbekommen. So, das war ein Satz mit X. Der Ausgang ist nicht mehr weit. Ja, okay, danke. Dass du mich so weit zurück. Letzten Boost-Spiel. Gerade dachte ich, so einen könnte ich gebrauchen. Dann war es ein Glücksfund.
Stehen nicht die ganzen langsamen Passagen, wo normalerweise geladen wird, aber das braucht das Spiel einfach nicht. Kann ich denn das überspringen hier? Shit, aufgeflogen. Okay. Dann kämpfen wir. Ist hier ein Trank oder sowas? Wow. Okay, dann nicht wirklich. Kannst du mir mal helfen? Absolut! Sinta, lass uns sie überrumpeln! Erstmal den hier töten. Komm mal her. Muss ich echt so ein bisschen auf das neue Spielprinzip einlassen. Es ist zwar sehr viel gleich, aber man ist viel, viel schwächer und muss mehr auf sich auf Tantas Hinter verlassen. Es war ja ein Satz mit X. Da habe ich das Ding leider auf Boden geklatscht. Warte, dann mache ich mal hier den. Ah, ich war in so einem Ding drinne. Versteckung sind angetroffen, okay. Ich weiß nicht, was der ganze Rand da bedeuten soll, den ich die ganze Zeit da hatte. Okay. Vielleicht ein bisschen mehr Fernkampf. Zack. Wo sind denn hier noch? Da oben ist noch einer. Zack, weg mit dir. Muss näher dran. Okay, das waren glaube ich alle dann. Medizinbeutel, ein robuster Lederbeutel, der sich ideal für, dafür eignet, eine Haltung sich aufzubewahren, erhöht deine Halttrankkapazität um 1. Also man kriegt sie wahrscheinlich während des Spiels, schaltet man so Sachen frei und man bastelt sie sich nicht selber. In ihrem Lager umsehen. Vielleicht finden wir was Nützliches. Und ich bin ziemlich kaputt, ehrlich gesagt. Wir sollten die Gelegenheit nutzen und eine Rast einlegen. Erdiklager. Wenn du auf ein feindliches Lager stößt, solltest du ihm einen Besuch abstatten. Dort kannst du eine Rast einlegen und einen Vorrat an Heiltränken aufstocken und sogar deine Zauber verbessern. Was ist das hier? Ah, so ein Ding. Das Behältnis. Bin ich, oder? Das halte ich für wahrscheinlich. Ja. Keiner. Was ist das denn? Zauberkunst-Herausforderungen. In Reddick-Lager findest du alte Texte, in denen Herausforderungen beschrieben werden, mit der Hilfe der Phrase-Magie weiterentwickeln lässt. Die gewünschte Magie aus dem damit verbundenen Herausforderungen an und erfüllt die Anforderungen, um den Zauber aufzuwerten oder Phrase-Parameter zu erinnern. Im Menü unter Magie kannst du nachsehen, welche Herausforderungen du dich bereits gestellt hast. Alles dasselbe wie im Hauptspiel. Ich hätte gern den hier verbessert. Was muss ich denn machen? Kristallisiere einen Gegner von Weitem. Machen wir das hier, nehmen das hier an. Ich glaube, ich kann nur drei gleichzeitig, ne? Ja, machen wir das dann so. Nun, wie du das siehst, aber ich könnte kotzen vor Glück. Ich kotze vor Glück. Den Spruch sage ich sehr oft. Beziehungsweise habe früher mal des Öfteren gesagt. Ich finde schön, dass sowas mal hier eingebaut worden ist.
Okay, das ist scheinbar das Einzige, was hier gemacht werden kann. Es hieß doch, ich kann meine Sachen erweitern. Meine Tränke und so. Wo kann ich denn meine Tränke? Der lädt. Ganz schön lang. Ich hab mal wieder rausgetappt und wieder reingetappt. Jetzt wird das wieder natürlich nicht mit meinem Controller funktionieren. Ich lieb das Spiel. Muss, glaube ich, auf Select Escape drücken. Wieso hat das gerade funktioniert? Okay, ich klappe nochmal raus. Jetzt vielleicht? Einstellungen vielleicht. Muss in Einstellungen rein, ich verstehe das alles nicht. Ich kann meine Tränke also irgendwie nicht verbessern. Es war doch irgendwas. Oder habe ich mich da verlesen? Egal. Ich habe meine Sachen da angenommen. Dann pennen wir eine Runde. Ruhe dich aus, um deine Trefferpunkte wiederherzustellen. Ausruhen. Ja, danke. Also Vorrat an Heiltränken aufgestockt. Ah, so geht das. Hey, Ralf. Muss ich ausruhen. Über die Masken der Reddick, über Talia. Glaubst du, Talia ist dasselbe passiert? Ich meine, wurde sie auch gefangen genommen? Hat sie versucht, mit Cinta aus Visoria zu fliehen? Möglich wäre es, schätze ich. Ich frag mich, worüber sie sich unterhalten haben. Darüber kann man nur spekulieren. Aber lassen wir das lieber. Wir haben schließlich zu tun. Vielleicht ist das genau so passiert, dass wir Talias Körper übernommen haben und dann... Ja, passiert das so, wie das gerade passiert. Ist das passiert, wie das gerade passiert. Diese Vogelmasken, die Reddick tragen, ziemlich abgefahren, ha? Ich persönlich finde sie sehr geschmackvoll. Eigentlich logisch, du bestehst ja quasi aus lauter Vögeln. Ihr seid ja voll die Vogelfans, was? Warum nicht? Ein Vogel überblickt die Schöpfung von der Freiheit der Lüfte aus. Ein adäquates Symbol für Überlegenheit. Ja, aber nur bis eine Katze ihn frisst. Ja, da hat sie recht. Jetzt habe ich 4 von 4 Heiltränken, wunderherrlich. Hinter darf nicht mitkriegen, dass wir mit Ralf reden. Danke, Cinta, dass du mithilfst. Und da hier. Hilfe! Helf mir! Ein Drache. Wir haben keine Zeit dafür. Aber... Okay, wir haben keine Zeit dafür. Na los! Was war das für ein Ding? Das Ergebnis von einem von Aldakors Experimenten. Aldakor erschafft Bruchbestien? Shit! Er ist dafür zuständig, dass... Also von ihm kommt der Bruch. Hier, zack! Kriegst du ins Gesicht. Nie geblockt. Geblockt alle mein Zeug. Wieso funktioniert meine Magie nicht? Weil meine Magie wahrscheinlich Reddick-Magie ist. Reddick. Funktioniert immer noch nicht. Verschwende keine Energie, es wird von etwas geschützt. Ach ja, ist mir nicht aufgefallen. Weiche ihm aus, bis ich wieder Kraft geschöpft habe. Gleich dann gesagt, ganz getan. Ich schieß trotzdem mal drauf, aber nur... Okay. Pass auf! Talia, beweg dich! Fuck! Wieso teleportierst du die ganze Zeit? Ich meine, das ist gut, aber du hast keine Kraft. Ist es weg? Ist es vorbei?
Es ist nicht überstanden. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Aber lass uns erst wieder zu Atem kommen. Na gut, geh du voraus. Ja, dann gehe ich voraus. Hey, der Typ vorhin. Wie konntest du ihn einfach im Stich lassen? Das muss jetzt warten. Hey. Hast du etwas auf dem Herzen? Ich hab nur an vorhin gedacht. Dieser Typ, Cinta hat ihn ohne zu zögern einfach im Stich gelassen. Sie wollte dich in Sicherheit bringen. Du kannst nicht jeden retten, Frey. Sie hat eine Entscheidung getroffen. Ich finde daran nichts auszusetzen. Ja, sieht dir ähnlich. Ja, sieht ihm wirklich ähnlich. Hauptsache ist ja von Reddick Ichan getötet worden. Deswegen ist das ja total in Ordnung. Teleportier dich doch nicht, wenn du keine Kraft mehr hast. Hier ist ein bisschen tief. Folge mir. Warte, ich dachte, hier wäre was. Wir müssen da runter. Das könnte ganz ich hab nicht gesehen, dass da Leute waren. Gib Acht, dass du dich nicht übernimmst. Alter! Hier, zack. Da schießt einer mit Zeug auf mich. Verdammt! Achtung! Okay. Lass mich mal da kurz rein, danke. Volltreffer! Da in der Ecke ist er. Ich habe ihn schon überall gesucht, die Sau. Cinta, denk dir es zu Ende. Ha. Ha, also. Oh nee, nicht jetzt mitten im Kampf. Einstellung und... Hat doch eben funktioniert, dass ich in Einstellung gehe. Okay, ich muss diesen Bug mal fixen. Mach andauernd meinen Controller, zieh ich das Kabel raus und mach es wieder rein. Aber das hilft nicht andauernd. Ich muss mehrmals raus haben, okay. Macht alles keinen Sinn, aber egal. Hier, komm mal her. Ach, scheiße, Mann, dann. Voll auf die 12. Du bist dran, Cinta. Wurde auch Zeit. Komm. Ah, das Spiel nicht nur kämpfen, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin gerade am überlegen, was da noch alles kommt, außer Kämpfen. Und das Kämpfen ist... Muss man halt mögen, ne? Ah, danke, ich hab dich geheilt. Ich wusste nicht, dass sie das Ding macht. Okay, dann hier den. Na, hörst du mal auf. Mich anzupieksen. Cinta, ich brauch mal dein Schutzschild. Ich weiß, dass du den machen kannst. Du bist auf Stufe 2. Noch mehr Medizin. Du wirst all deine Kraft brauchen, wenn wir von hier entkommen wollen. Ich kann meine Magie verbessern, glaube ich. Auf was muss ich hier machen? Auf Magie? Dann muss ich aber auch
A drücken und nicht B. So, Magie. Ich habe aber keine. Kann ich das denn verbessern? Oder geht das hier gar nicht? Oder muss ich das erst, muss ich erst die Sachen da. Fenster wechseln? Okay. Okay. Ich bin gerade mit der Steuerung ein bisschen überfragt. Ja, gedrückt halten zum Aufwerten. Wofür haben wir Hanna nochmal? Aber komisches Aufspießen. Soll ich das nochmal Fenster wechseln? Verbessert. Siege bei Gegner. Nein, nur über Reddick-Schriftrollen kann das angenommen werden. Ich muss das so machen. Ich muss das aufladen, um das zu machen. Ich habe nicht gewusst, dass das dieses Auflade-Ding ist. Ich dachte, das wäre ein normaler Schuss. Ja, ich komme da schon. Dass ich mein Parcours nicht habe. Schon wieder ein Erdbeben. Das ist kein Erdbeben. Das ist der Baum, von dem sie sprachen. Es hat ist das der Bruchbaum? Ich spüre eine Gefahr vor uns. Ja, ich will gar nicht wissen, was für eine. Seltsam. Diese Kristalle sind mir unbekannt. Sind das Kristalle? Bruchsplitter? Hast du sie schon einmal gesehen? Ah, kann sein. Ich weiß nicht, wie sie hierher kommen, aber ich schätze, die Reddick haben was damit zu tun. Was immer sie sind, sie hindern uns wohl daran, Visoria per Turana zu verlassen. Ich schlage vor, wir finden die Quelle ihrer Macht. Und zwar schnell. Wir sind fast da. Komm. Ja, ich muss natürlich wieder die Tür öffnen, aber es ist diesmal eine kleine. Das sieht doch nach Bosskampf aus oder sowas. Was ist das denn? Das hier muss das Wachstum der Kristalle verursachen. Wenn wir es zerstören, können wir diesen Ort vielleicht endlich verlassen. Was zum Teufel ist das hier? Das ist das Werk der Reddick. Was habt ihr mit all den Leuten gemacht? Wir haben sie geehrt. Sie haben ihr Leben gegeben, um dieses umnachtete Land reinzuwaschen. Spar dir den Sektenscheiß, du verfickter Psycho! Ruhig, Kind. Auch dir wird heute Ehre zuteil werden. Okay, was passiert hier? Dass er ganz ruhig gesprochen hat, geht er aber ganz schön ab. Er hat sich verwandelt. Hat er sich? Er war gerade selbst. Hör auf, Löcher in die Luft zu starren. Pass auf! Vorsicht, das könnte hart werden. Okay. Oh, shit. Könnte ich dir nur helfen, was du uns sagst. Hier, zack. Dann nochmal. Und nochmal. Warte, mach. Danke. Ah, kein Y diesmal. Ah, hier Y. Bam. Hab voll keine Tränke. Ist aber ziemlich einfach. Sagte ich, krieg einen drauf. Okay, ja, danke. Ich muss da mal kurz rein und mich aufladen. Vergiss er.
Okay, mal sehen, was passiert, wenn wir das Ding zerstören. Ich mit deiner Kraft. Talia, was hast du? Nein, es ist zu viel. Was passiert da? Haben wir mehr eine größere Macht bekommen, oder? Oh. Ich fühle mich stärker irgendwie. Geht es dir gut? Ja, schon fast besser als vorher. Oh, gut. Gut, das freut mich zu hören. Moment mal! Du sagtest zu früh. Was ist zu früh? Oh, ich war nur betrübt darüber, so eine fähige Soldatin wie dich zu verlieren. Aber es geht dir ja gut. Wir müssen weiter. Was ist los? Das war was anderes. Mehr Magie. Yay. Oder mehr Fähigkeiten. Da ist doch der... Akua. Mehr Leben. Die Energie der Wurzel zu absorbieren hat dir Zugriff auf neue Magie gewährt. Gib Mana aus, um etwas Neues zu lernen. Gedrückt halten, Magie erlernen. Okay. Guck mal, die Herausforderung kann nun über einen Reddick-Schriftrolle angenommen werden. Ja, ist mir egal. Du erhältst Mana, wenn du eine Stufe aufsteigst. Du kannst außerdem hin und wieder welche unterwegs finden. Gib es aus und verbessere damit deine Fähigkeiten, wenn du einen Moment Zeit hast. Ja. Strömung. Ermöglicht es dir, rasend schnell zu bewegen und Parkour-Moves einzusetzen. Okay. Die Trefferpunkte Maximum 150, wird die magische Macht um 100 Punkte. Okay. Da wollen wir mal, endlich habe ich meinen Parcours wieder. Okay, das war ein bisschen viel. Bist du bereit? Ja, gerne. Ich weiß nicht, dann lass uns weitergehen. Ich vielleicht umsehen müssen, vielleicht wäre hier noch Tränke gewesen. Level up? Nein. Ja, danke. Nicht auf die 1, sondern wir nehmen, wie gesagt, die 4. Die 5 war, wo ich mich entscheiden konnte, ob ich die Welt retten will oder nicht. Und ich habe das mal angeguckt für das Let's Play. War ziemlich antiklimaktisch. Ein goldenes Funkeln. Kapitel 2. Ich werde jetzt auch gleich aufhören, weil ich will noch das Problem mit dem Controller nachsehen. Außerdem muss morgen die erste Folge raus. Wir müssen weiter. Hier entlang. Oder vielleicht heute noch? Weil so spät haben wir gar nicht. Wir haben erst 17 Uhr. Eigentlich soll das um 13 Uhr immer kommen. Aber das Verarbeiten dauert wahrscheinlich lange. Da ich jetzt laufen kann, laufe ich mal ein bisschen hier rum. Vielleicht finden wir ja ein paar Sachen. Von hier kamen wir ja anscheinend. Glaube ich. Laufe ich gerade zurück? Ey, wahrscheinlich immer, wenn es geladen wird. Mal sehen. Ja, tu das. Mein Controller ist auch wieder aus. Okay. Okay, ich glaube, bei jedem Ladebildschirm, also Lade, immer wenn was geladen wird, jedes Gebiet geladen wird, dann geht der Controller aus, aus irgendeinem Grund. Der Controller geht von alleine aus. Ich kann jederzeit speichern, ne? Deswegen würde ich hier schon aufhören wollen. Ich gehe nur kurz zu Cinta, nicht ganz genau hin, weil sonst tue ich, glaube ich, was. Regan. Da liegt jemand.
ist das? Ja, das werden wir herausfinden beim nächsten Mal. Ich, wie gesagt, speichere nochmal eine Runde. Eine Tante zu sein. Leider wird mir nicht gesagt, dass das hier... Ich habe 60 Stunden gebraucht für das Hauptspiel, meine Fresse. Leider wird mir nirgendwo gesagt, was das DLC ist und was nicht. Ich wusste nicht, ob ich vom Hauptspiel ins DLC kann. Also wenn ich das Hauptspiel geladen habe. Ich mache mal ein Safety sehr viel drüber. Ich habe jetzt mit, weil damit der Controller ausgeht, habe ich das so gemacht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß, vielleicht ist auch mein USB-Kabel gerade irgendwie ein bisschen tot. Egal. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und ja, werde erstmal nachgucken, wie ich das Problem fixe. Und bis dahin, tschüss, bis demnächst.